So, moin moin ihr Lieben, endlich ist es soweit. Wir haben es miteinander geschafft, den Marathon zur Europameisterschaft 2024 abzuschließen. Ich bin auf fast alle Teams sehr, sehr intensiv eingegangen, die an dieser Europameisterschaft teilnehmen. Morgen Abend geht es jetzt endlich los, Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland um 21 Uhr. Und jetzt geht es natürlich darum, den letzten Feinschliff zu machen. Das heißt, wie partizipieren wir am besten bei der Europameisterschaft? Natürlich in indem wir beim Tippspiel mitmachen, beim Top-11-Spiel mitmachen und am besten auch beim Interactive-Team oder Spiel mitmachen. In dem Video jetzt präsentiere ich euch meine Tipps für den ersten Spieltag. Wenn ihr noch keiner Tippliga seid, beziehungsweise wenn ihr denkt, Alter, was labert der Nico für einen Schmarrn, zeigt mir, dass ihr besser seid. Unten nach dem Video gibt es immer einen Link in meine Kick-Tipp-Liga. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir mittlerweile drin sind. Genau, in der Bundesliga sind wir meist mehrere hundert Leute. Bei der Europameisterschaft muss ich später mal nachschauen, wie viele wir eigentlich am Start haben. Aber jetzt gehe ich Schritt für Schritt durch jede Partie am ersten Spieltag, gebe meine Tipps ab, erkläre auch ganz kurz, warum ich diesen Tipp genau so abgebe, wie ich ihn abgebe. Und dann bin ich gespannt, wenn ihr andere Meinung habt, entweder in die Kommentare schreiben oder einfach anmelden bei uns in der Tippliga und gegen uns tippen. Wir sind eine sehr, sehr coole Community. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, falls ihr mal irgendwie Aufstellungsfragen habt oder ein Tippergebnis braucht oder sonst irgendwas, einfach mit uns in der WhatsApp-Gruppe teilen. So, ich mache das hier parallel am Computer, aber ich ziehe dieses Bild einmal hier hin. Wir fangen ganz langsam, langweilig an, würde ich sagen, direkt mit Deutschland gegen Schottland. Wir machen das jetzt mal hier chronologisch und nicht der Spannung nach. Und hier muss ich ganz klar sagen, ich sehe tatsächlich einen Auftaktsieg für die Deutschen, aber keinen überzeugenden Auftaktsieg. Es wird relativ früh 1-0 stehen und dann länger plänkeln und dann spät nochmal das 2-0 fallen. Deswegen ist mein Tipp für die Partie Deutschland gegen Schottland 1-2-0, womit ich sehr, sehr gut leben kann. Richtig Brisanz kommt rein in die Partie von einem anderen Spiel, der Gruppe A, Ungarn gegen die Schweiz. Boah, ich schwanke richtig krass zwischen einem Unentschieden oder tatsächlich dem Sieg für die Schweiz, für die Ungarn. Aber ich gehe den mutigen Weg mal. Ich nehme einen 2-1 Sieg der Ungarn gegen die Schweiz. Ja, ich finde Ungarn richtig gut. Mir gefallen die richtig gut. Die haben eine tolle Leidenschaft in ihrem Spiel. Bei den Schweizern bin ich mir nicht so ganz sicher, wie stabil sie ihre Leistung auf den Platz bringen können. Deswegen Ungarn-Schweiz 2-1. Genau. Und dann das nächste Wahnsinnsspiel. Spanien gegen Kroatien. Boah. Bin ich total gespannt. Ich könnte mir echt auch vorstellen, dass das wirklich eine Überraschung wird und unentschieden ausgeht. Ich tippe aber ein 3-1 Sieg für die Spanier. Vom Spielverlauf kann ich mir vorstellen, dass es lange unentschieden steht. 1-1 vielleicht und dann fallen dann relativ spät die beiden letzten und entscheidenden Tore für den Sieg der Spanier. Aber die Kroaten können den Spaniern mit Sicherheit das Leben richtig hart und schwer und unangenehm machen, wenn sie gut auf den Füßen stehen, wenn sie die Räume sehr gut dicht zumachen. Dann, ja, könnten die Kroaten auch eine Überraschung schaffen. Die Italiener sind immer für eine Überraschung gut, aber dieses Mal für mich im positiven Sinne mit 3-0 gegen die Albaner. Ich weiß, den Albanern tue ich damit nicht so ganz recht, haben ein tolles Team beisammen. Trotzdem ist das aktuell mein Tipp, dass es hier 3-0 für die Italiener ausgehen könnte. Bei den Polen gegen die Niederlande, für mich sind die Niederländer eine Wahnsinns-Wundertüte unter Kuhmann. Ich finde es auch echt schwierig, komme ich später darauf zurück, auf Interactive oder auch auf das Top-11-Spiel hier den richtigen Spieler zu finden, weil du weißt nie, ich weiß nie, welcher Spieler unter Kuhmann wirklich funktioniert oder auch nicht funktioniert. Trotzdem 1-3 Sieg der Niederländer und dann machen wir weiter mit Slowenien gegen Dänemark. Die Dänen für mich tatsächlich auch so ein bisschen ein Potenzial zur Überraschungsmannschaft auf jeden Fall. Ich denke, sie werden klar und sicher hinter den Engländern auf dem zweiten Platz ihrer Gruppe landen. Und gegen die Slowenen reicht es auch direkt zum Auftaktsieg mit 2-1. Und auch einen Auftaktsieg werden die Engländer feiern können. Aber gar nicht so krank überzeugend, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Ich sehe kein Tor für die Serben, aber 2 Tore bei den Engländern. Deswegen wird die Partie für mich 0-2 ausgehen. So, gehen wir ganz kurz rüber. Ich sehe gerade, ich muss das einmal hier im Hintergrund löschen. Ich habe mich alle Ergebnisse schon drin gehabt. Das wäre natürlich total langweilig für euch. Das blende ich aber einfach nicht ein. Und jetzt machen wir weiter mit Rumänien gegen die Ukraine.
Ja, Ukraine für mich ein underrated Team, ehrlich gesagt. Ich finde, die haben richtig, richtig, richtig gute Spieler mit am Start, eine gute Defensive auch mit am Start. Deswegen werden die Rumänen auch kein Tor erzielen können. Die Ukrainer hingegen werden 2 schießen. Von dem her wird das Spiel 2-0 für die Ukraine enden. Kommen wir zu den Belgiern. Genau, hier geht es darum, Lukaku, glaube ich, in Schusspositionen zu bringen. Das wird den Belgiern tatsächlich auch gegen die Slowaken gelingen. Und zwar ganze 3-mal, zumindest 3 Tore werden sie schießen und die Partie mit 3-1 für sich entscheiden können. Österreich, Frankreich, Alter, das ist wie Spanien gegen Kroatien. Ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel bei dieser Europameisterschaft am ersten Spieltag. Könnte lange sehr, sehr knapp sein. Ich denke auch, dass es knapp ausgeht, aber ich nehme mal den 2-1-Sieg für die Franzosen mit. Und dann Türkei gegen Georgien. Das ist wiederum so ein Spiel, wo ich denke, wow, da denken alle, das ist mega entschieden. Ich würde auch die Georgen auf gar keinen Fall unterschätzen. Trotzdem reicht es wirklich für einen nur knappen 2-1 Heimsieg, oder Heimsieg ist schwierig, 2-1 Sieg der Türken gegen die Georgier. Könnte auch echt ein Unentschieden sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann schließen wir ab das Ganze mit Portugal gegen Tschechien. Ja, Cristiano Ronaldo und die Portugiesen werden das Ding relativ safe nach Hause bringen. Auf die Portugiesen freue ich mich mit am meisten bei dieser Europameisterschaft. Ich finde, die haben ein riesiges Team dabei. Es macht richtig Spaß, denen zuzugucken. Die können sich toll einspielen, weil sie eine relativ einfache Gruppe haben, wie ich zumindest finde, Stand heute. Das sind meine Tipps. Wie gesagt, bitte meldet euch total gerne an. Bei uns in der Kick-Tipp-Liga können wir gegeneinander spielen. Ist sehr, sehr witzig. Ich werde auch regelmäßig dann Videos dazu machen. Das heißt, wenn ihr mittippt und den ersten Rang holt, dann wird es auch dazu Videos geben. Allerdings bin ich jetzt erstmal bis zum nächsten Wochenende auf Klassenfahrt. Das heißt, ich bin gar nicht da. Und ich muss gucken, wie ich meinen Durst nach Fußball dort erfolgreich stillen kann. So viel von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen richtig schönen Tag noch und dann Hochspannung morgen 21 Uhr Europameisterschaftseröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.